Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel 1 gegen 1 mit dem Heal Damage System. Das sieht fast so aus wie die letzte Runde, die wir gespielt haben. Ja, wir gehen erstmal auf Dwarf und dann gucken wir mal, weil durch Geistersensenmann bzw. Sehenschnitter haben wir ja relativ gute Death. Und ich wäre der Tatsache erstmal abgeneigt. Was macht ihr denn hier? Ophion, das also beziehungsweise Übelschar wäre ein schlechtes Deck. Oh, Pinguin. Yay, Pinguine! Wir alle lieben Pinguine. Und da haben wir doch schon mal einen guten Start. Das ist doch super. So, was hat er jetzt? No Pinguin haut er wahrscheinlich raus. Genau. Jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken, was wir noch so ziehen. Kampfausblender. Gut, spielen wir den. Das da. Das da. Und das da. Und dann gucken wir mal. So, wir können auf jeden Fall schon mal 6000 Schaden machen. Das ist schon mal praktisch. An und für sich brauchen wir, wie gesagt, eigentlich nur noch ein oder zwei Karten. Dann haben wir schon mal den Vorteil, dass wir aktiv werden können. Ist natürlich jetzt nur die Frage, was wir dann da am Ende ziehen, beziehungsweise ob er uns jetzt in der Zeit, bevor wir das gezogen haben, fies einbauen kann. Wir haben Kampfausblender, deswegen mache ich mal was, was eigentlich eher selten ist. Und zwar werde ich jetzt oh, das ist kacke. Obwohl, na gut, das ist ja vollkommen egal jetzt. Zum Glück hat er den annulliert, weil dadurch, dass er dann halt davon gewählt wurde, ja, das ist nicht wirklich sehr hilfreich. Na gut. Aber im Vorteil, dass wir RFQ noch nicht gespielt haben, beziehungsweise vorher gezogen haben. Weil hätten wir anstatt von Zemochi hier RFQ gehabt, dann hätte er bei auf die Aktivierung das annulliert und dann hätte er Lebenspunkte bekommen. Und dann hätten wir schon mal extreme Schwierigkeiten bekommen, ja, da irgendwie gegen anzukommen. Ah. So ein Ferkelschwein, der denkt schon wieder nur an die fiesesten Schweinereien, ja, mit seinen Fesselspielen. Na gut, ich denke mal, bei dem Wetter kann man das nicht unbedingt verdenken, wenn man jetzt hier ein bisschen durch ist, weil, ja, ich habe vorhin aufs Thermometer geguckt, es sind jetzt immer noch 40 Grad draußen und es ist, ja, 9 Uhr abends und Höhepunkt waren 48 Grad im Schatten und wir haben gewonnen. Yay! Das ist doch immerhin schon mal was. Dann gucken wir mal, was wir noch so ziehen können. Sieht man mal hier ein bisschen Draw Power, die wir uns dann so rausziehen können. Und das Spiel ging schnell. So, dann zeigen wir doch mal, was wir denn so haben. Weil ich gehe mal davon aus, dass er kein... Halt, das muss man auf die Reihenfolge achten. Dass er keine Synchros spielt. Und deswegen ist die Sache jetzt wirklich schon vorbei. Das war ja ein erstaunlich kurzes Spiel. Und ich weiß nicht. Na gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie kurz es war, aber so wirklich lang war es ja nun mal nicht. Und genau deswegen werde ich mal gucken, vielleicht hänge ich noch ein zweites Spiel ran. Das wird dann allerdings wahrscheinlich auch nur ein weiterer OTK. Deswegen werde ich mir noch überlegen, ob ich da noch was ranhänge. Ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eventuell sehen wir uns gleich nochmal wieder. Wenn nicht, dann hoffe ich, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und so viel bis dahin, bis zum nächsten Mal.